Hallo Freunde, ich möchte mir mit euch zusammen meine alten Partien mal anschauen. Ja, die habe ich 1999 und ja, da habe ich ja auch schon Turnierpartien gespielt. Und ja, ich wollte einfach mal gucken, wie habe ich damals gespielt, würde ich heute noch genauso spielen, ne? Und so weiter. Und deswegen hat sie mich das interessiert und ich hoffe, für euch ist auch eine spannende Partie dabei. Heute fangen wir an. In der ersten Partie habe ich mit Weiß gegen Dimitri Bunzmann gespielt. Er hatte damals schon knappe 2,5 oder so, ja. Und ich weiß nicht, ob er IM oder GM schon war. Und auf jeden Fall, ich war krasser Außenseiter. Und ich hatte die weißen Steine. D4, E6, okay. Und G3. Was ist das denn? Den spiele ich heute, aber höchst selten. Okay, C5 greift das Zentrum an. Springer macht Sinn, den wieder zu decken. B6. Ah ja, okay. Ich glaube, das war die erste Partie, wo ich damals so mit dieser Igelstruktur in Berührung gekommen bin. Danach, nach der Partie, und die ist mir durchaus im Gedächtnis geblieben, nicht unbedingt positiv, aber im Gedächtnis geblieben, da sind so ein, zwei Stellen, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Läufer B7, 0-0, er nimmt. Okay. Grundsätzlich hier. Nämlich mit den habe ich damals auch schon gemacht, würde ich heute auch noch so machen. Weil mit dem Springer nehmen, ja, ich will diesen Läufer hier, also meinen Läufer G2 nicht gegen den B7 tauschen. Dieser Tausch ist im Regelfall gut für Schwarz. Dieser Läufer B7 steht manchmal passiv, manchmal ungedeckt. Und der Läufer G2 ist ja auch ein guter Verteidiger meines Königs, ja, und so weiter. Deswegen den abtauschen kommt eher selten in Betracht. Deswegen Dame D4. Okay, den habe ich auch gemacht. Springer C6. Dame D1. Nee, oh. Heute würde ich die Dame nach F4 spielen. Um mir den Weg hier nach D1 für den Turm freizuhalten. Ja, und dann mit. Mal gucken, wie es weitergeht. Oftmals spielt Schwarz. Nicht in allen Varianten natürlich. Ne? So genau kenne ich es auch nicht. Aber hier habe ich auch Dame B8 schon öfter mal gesehen. Damit Schwarz so ein bisschen Kontrolle über die schwarzen Felder bekommt. Ja, also wir sind auch noch in der Öffnungstheorie überhaupt kein Problem. Dame D1 wird die Partie nicht verlieren, aber ja, den würde ich heute so nicht mehr spielen. Springer F6, C4 macht Sinn. Ja, ein bisschen Einfluss hier auf das Zentrum bekommen. Das macht ja für einen Läufer G2 immer Sinn. Springer, das sieht gut aus. Ja, und im Läufer 4 entgetieren, das macht auch Sinn. Hä? Wahrscheinlich macht hier auf dieser Diagonale, hat mir wahrscheinlich nicht gut gefallen, dass dieser Läufer irgendwann mal angegriffen werden könnte. Entweder vielleicht durch E5 oder durch Springer H5 oder ja, wie auch immer. Und aus heutiger Sicht muss ich aber sagen, dass so Züge wie beispielsweise E5, also jetzt geht es natürlich sowieso gar nicht, aber sagen wir mal so, machen verhältnismäßig wenig Sinn und machen mir auch keine Angst mehr. Dann ziehe ich halt den Läufer wieder nach G5, weil Schwarz sich jetzt das Feld D5 hier doch sehr geschwächt hat. Dann tausche ich den ab und kann den Springer da reinstellen. Den Springer vielleicht dahinter stellen, wie auch immer, ja, und auch ein bisschen auf die weißen Felder spielen, das macht Sinn. Soweit war ich früher wahrscheinlich nicht, ja, und deswegen dachte ich mir, oh, der Läufer steht da vielleicht in Gefahr. Und dann habe ich mit B3 den Läufer hier hingestellt. Okay, ist aber auch nicht schlecht. Zum C8, genau, jetzt ist der C4 schon mal präventiv gedeckt. Läufer B2, damit C7. Das sind alles verhältnismäßige Standardzüge, so aus heutiger Sicht, die Schwarz hier macht, ja, damit C7, vielleicht den Turm noch rüber, die Dame noch mal wieder von der C-Linie weg. Und ich weiß noch, wie ich damals mehr oder weniger von Zug zu Zug versucht habe, irgendwie eine Taktik an Laufen zu bringen, oder so, ja, weil ich das, dieses Stellungsverständnis und so alles überhaupt noch nicht hatte. Ne? Und das sieht man hier auch, dass ich jetzt mit Springer G5 anfange. Und ich weiß nicht mehr, was ich will, ja, ob ich mit Dame D3 hier eine Aktion starten wollte oder ob ich einfach den tauschen wollte und vielleicht irgendwo hierhin
nach D6 rein wollte oder irgendwie, das kann ich heute also überhaupt nicht mehr sagen, weil aus heutiger Sicht macht Springer G5 wenig Sinn. Ich weiß, dass es in einigen Igelstellungen die Idee mit Springer G5 nach E4 gibt. Aber ich glaube, da stehen irgendwie alle Figuren irgendwie ganz anders. Okay, heute würde ich wahrscheinlich eher so einen Zug wie Turm C1 spielen, mit der Idee, den Springer nach T5 zu stellen. Ja, dieses berühmte Colossal Knight Opfer. Sagen wir mal, er passt jetzt hier nicht auf, in Anführungsstrichen. Ich spiele den und wenn es zu diesem Tausch kommt, dann habe ich halt diese Festung wieder und dann habe ich hier meinen Läufer frei und das dann würde ich keine Figur verlieren, ja, und mich ein bisschen entlasten und so. Aber dieses Colossal Knight, im Regelfall geht es mir sogar mit dem Springer Opfer einher. Ideen dazu verlinke ich euch mal im Abspann. Okay, ich habe also Springer G5 gespielt. Okay. Turm FD8, ja, macht Sinn. Turm ins Zentrum, gleich mal D5 vorbereiten. E3, hey, der Witzke, was habe ich denn da gemacht, Freunde? Eieieiei. Also, ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, dass ich die Dame aus dieser Gegenüberstellung rauskriege. Ist egal, was passiert. Ja, vielleicht Dame B1 oder so. Auf keinen Fall aber würde ich E3 spielen. Um Gottes Willen. Weil das hier überall die weißen Felder massiv schwächt. Also wenn, dann würde ich hier mit E4 überlegen, einen Bauern ins Zentrum zu stellen. Das macht noch Sinn, ja, gegen D5 gerichtet. E3, was habe ich mir denn dabei gedacht? Um Gottes Willen. Aber was ich noch weiß, ist, das weiß ich bis heute, der nächste Zug, also respektive die nächsten beiden Zügen, die haben sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt und die hatten einen großen Aha- und einen Lerneffekt sozusagen. Und zwar hat Schwarz hier Dame E5 gespielt, greift meinen Springer an. Okay, denke ich mir, was will der da? Gehe ich zurück, greife die Dame an, will die jetzt wieder nach C7 gehen, Zugwiederholung? Naja, würde ich vielleicht nehmen, hust, hust. Aber nein, es kam natürlich Dame B8. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt wieder Springer G5 gespielt, das gucken wir uns gleich an. Aber jetzt haben wir im Grunde die Situation wie vor zwei Zügen, nur dass die Dame schon auf B8 steht. Schwarz hat ein Tempo gewonnen durch dieses Damenmanöver. Obwohl er ja mit der Dame zwei, dreimal gezogen ist, hat er unterm Strich ein Tempo gewonnen. Und das ist bei mir irgendwie im Gedächtnis geblieben und das fand ich total spannend. Und war wahrscheinlich mit so der Auslöser, warum ich mich dann irgendwann mit diesen Igelstrukturen beschäftigt habe. Und na, ab und zu spiele ich sie auch bis zum heutigen Tag noch. Nicht, dass ich sie kann, aber ich spiele sie gerne. Springer E5. Ja, und jetzt geht's schon los, Freunde. Jetzt geht's schon los, dass ich hier auf den weißen Feldern. Der Läufer wird getauscht. Hier ist vielleicht. Eieiei. Das sieht, dort gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, hier stehe ich schon nicht gut. Ich versuche den Läufer zu behalten. Okay, das macht noch Sinn. Den Läufer freimachen. Er tauscht. Ich tausche. Und, oh Mann, ja, D5. So, oh. Ich glaube, jetzt können wir die Partie auch schon fast beenden hier. Ach du Scheiße. Alle schwarzen Figuren spielen mit, sind zentralisiert. Ja. Und meine Türme hier zum Beispiel noch völlig inaktiv. Außer Pseudo-Schemazüge habe ich nichts gemacht. Ja, ich glaube, hier steht Schwarz schon mindestens vollen Ausgleich. Ne? Eher besser. Ja, und jetzt haben wir wieder den Salat. Ne? Den predige ich heute ja immer. Geht rechtzeitig aus dieser Gegenüberstellung Turm und Dame raus. Am Anfang erscheint es vielleicht nicht zwingend logisch, dass sich da irgendwann mal ein Tempo ergeben könnte. Aber zack, ne? Hier sehen wir es schon wieder. Okay, der Springer hängt. Der Springer kann auch jetzt nicht wegziehen, weil dann auf C4 ein Bauer fällt. Also muss ich hier auf D5 schlagen. Läufer schlägt D5. Jetzt oh, Läufer E4 mit Abzugsangriff. Okay, und ich muss den mit Dame B7, ich muss da den hier auch noch gedeckt halten, ne? Jetzt wird es aber langsam kritisch. Ich habe Dame H5 gespielt.
Gegenangriff gegen den E5. Wir gucken mal eben, wenn ich jetzt hier Dame B1 spielen würde, um den hier zu decken, und er spielt Dame B7. Jetzt hat er natürlich diese schöne Batterie hier. Und vor allem, ich kann den zwar nicht mehr decken, ich meine, nominell brauche ich den nicht decken, weil der zweimal gedeckt ist, aber das Hauptproblem ist, wenn ich jetzt irgendeinen Zug mache, kann er mit F7, F5 diesen Springer hier angreifen und der Läufer G2 hängt. Das ist das Hauptproblem. Und das sind so die, ja, wenn Schwarz diese Batterie hier aufbauen kann, ai, ai, ai. Nicht gut. Gucken wir uns die Partie an. Ich habe Dame H5 gespielt. Gegenangriff gegen den hier. Okay, der macht ja Sinn. Dann kriege ich den Turm hier vielleicht raus. Ich habe die Dame aus der D-Linie. Okay, damit kann ich leben. Springer G6. Springer G5. Oh, ich habe eine Idee. Matt setzen. Juhu. Ich glaube, meine erste Drohung in der Partie kann sein. Okay, wehrt er ab. Ich schlage zurück. Er tauscht. Ja, und jetzt, man rein optisch, jetzt kann er natürlich hier schon mit den Türmen Überfallkommando spielen. Ne? Wahrscheinlich erst mit dem D-Turm, damit ich nicht mit Läufer D4 die Linie versperre. Ja, aber hier ist ja schon also quasi alles schief gelaufen. Schach gibt er noch. Jetzt kann ich nicht F3 spielen. Weil dann, warte, ich zeig's nochmal eben. Das sieht schon nicht gut aus. Dann gibt er hier einen Schach. Ist der Läufer weg? Respektive nach Turm F2. Dann Turm C2. Und jetzt hängt der, weil dieser Springer hier auch noch das Grundreihenmatt hier abwehrt. Okay, aber das ist eine Drohung zumindest, ja? Deswegen König G1. Dame F3. Okay, den habe ich damals natürlich als unangenehm empfunden, weil der hier so direkt in der Nähe meines Königs steht und ich kann mich hier nicht befreien und so. Ja? Und ich denke mir, was machst du jetzt hier? Aber die wahre Drohung dieses Zuges habe ich natürlich überhaupt gar nicht gesehen. Ich dachte mir, ich mache mal Turm C1, das, mal versuchen, einen Turm zu entwickeln, vielleicht mal einen zu tauschen oder so. Problem ist, Dame E2. Und jetzt habe ich ein großes Problem und bin mal gespannt, ob ihr das seht, das Problem. Also der Läufer hängt, das sehen wir alle. Ja? Und kurzer Spoiler, ich habe hier aufgegeben die Partie. Was passiert, wenn ich den Läufer hier einfach rette? Also er kann jetzt nicht zum Beispiel auf C1 schlagen und den A2 gewinnen, weil dann hier der Turm immer hängt. Und wenn er jetzt sofort hier auf A2 schlüge, könnte ich vielleicht hier noch ein. Dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen mitspielen oder so. Das ist nicht die Hauptidee. Die Idee ist es. Freunde, habt ihr das gesehen? H7, H6. Wo geht die Dame denn hin? Die Dame hat kein einziges Feld mehr. Und da mitten auf dem Brett. Ei, der Witzka. Dimitri, du Schlumpf. Fängt mir meine Dame mitten auf dem Brett. Frechheit. Nein, also ich war komplett chancenlos ja in dieser Partie. Deswegen hatte ich hier nach Dame E2 dann auch aufgegeben. Also ich war komplett chancenlos. Das war mindestens zwei Ligen zu gut für mich. Ja? Aber ich habe trotzdem viel gelernt, mich mit diesem Igel Strukturen und Tempogewinne und Manöver auseinandergesetzt. Und ja, von daher im Nachhinein. Hatte ich trotz der Niederlage noch einen guten Lernwert. Alles klar, Freunde. Dann sage ich bis zur nächsten Partie. Ne? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.